Ja, hallo meine Lieben. Ich bin hier in meiner Werkstatt, aber ich möchte jetzt nichts zu Flöten machen, sondern ich möchte euch zeigen, was ich gerade, was heißt gerade, die letzten paar Wochen gelernt habe. Ich finde das einfach mega cool. Es geht nämlich um Süßkartoffeln anbauen. Anlass der ganzen Geschichte ist, ich habe da auf einem Online-Shop, also in einem Online-Pflanzenladen gesehen, da kann man ja so eine Süßkartoffelpflanze kaufen. Ja, und ernte deine eigenen Süßkartoffeln, kostet so viel Geld. Und da habe ich auch ein bisschen herumgeschaut und habe gesehen, auch allerdings auf YouTube, wie man das macht. Aber natürlich sieht man die Ergebnisse nicht. Und jetzt habe ich es einfach gemacht und ich möchte euch das zeigen. Also, worum geht's? Ich habe mir hier so eine Süßkartoffel gekauft und ich habe sie halbiert. Ich mache das mal ein bisschen näher, dass man das besser sehen kann. Also, hier hast du eine Süßkartoffel und die habe ich halbiert. Und ja, so mit Schaschlikspieß oder Zahnstocher, wie du es kennst, wenn du so eine Avocado, einen Kern einpflanzt oder so, ins Wasser getan. Ganz viel Wurzelwerk hat diese Hälfte nicht gemacht, gerade mal eine Wurzel. Und dabei, nee, hier zwei. Und dabei ist mir aufgefallen, dass bevor es losging, das hat schon 2 Wochen gedauert, hat sich hier immer Schimmel gesammelt. Den habe ich dann immer abgekratzt und das immer wieder schön reingetan. Und ja, und siehe da, da wächst tatsächlich jetzt hier, wachsen solche Sprieße hoch und die sind noch relativ klein. Ja, also diese Sprieße hier sind in etwa eine Woche alt. Gut, es geht aber auch anders. Ich führe es mal hier hin und dann hole ich mal einige Sprieße, die etwas, aber auch nur etwas, die sind vielleicht 2 Wochen alt und siehe da, das ist ja eine beachtliche Größe. Da ich an der Werkstatt bin, kann ich das mal kurz messen. Ne? Ja, also 28 cm. Und was du jetzt tun musst, du brauchst ein weiteres Glas. Das ist ein Glas mit nur ein bisschen Wasser drin. Das stelle ich mal hier hin. Ich hoffe, das kann man sehen. Nö, kann man nicht. Hier kann man es vielleicht sehen. Ein bisschen auf weiter stellen. So, also das ist ein Glas Wasser. Und dann holst du so einen Cutter und dann schneidest du möglich so nahe der Süßkartoffel selbst das einfach mal ab und da hast du es und dann schmeißt es hier rein. Und ich schwöre dir, zumindest hier braucht das maximal ein, zwei Tage und dann beginnt natürlich dieser Steckling hier schöne Wurzeln zu haben. Ich komme mal näher ran. So, ich glaube, an meinem schwarzen T-Shirt kann man das deutlich sehen. Ein schönes Wurzelwerk, fast ja ganz viele Wurzeln. Das geht ganz schnell. Ich mache das mal auch gleich hier mit allen, weil die sind schon viel zu groß. Ich war da ein bisschen faul. Ja, und wenn dann die Wurzeln dran sind, dann brauchst du das nur noch einpflanzen. Nun habe ich ja auch gelesen, und das wusste ich ja gar nicht, die Süßkartoffel ist ja gar keine Kartoffel. Das bedeutet, dass die Blätter davon sogar genießbar sind. Die sollen zugerichtet werden wie Spinat. Ich bin gespannt, wie das wird. Aber ich war jetzt 5 Tage weg und dann ist das geschehen. Also ich bitte, das ist jetzt, die ist 3 Wochen alt. Schau dir mal das an. Eine Riesenpflanze. Ne? Wie groß ist denn die geworden in 3 Wochen? Ja, und wenn es losgeht, hört es gar nicht mehr auf. Da kommen immer neue Sprieße raus. 80 cm. Ja, das hat allerdings noch keine Wurzeln. Also muss ich jetzt auch abschneiden. Und man merkt natürlich, wie sie so schlingelt. Also das ist so eine Kletterpflanze. Ne? Das sind eigentlich zwei. Ich nehme die mal auseinander. Siehe da. Ne? Also ganz toll. Ja, und da ja mein Salat im Garten ja schon geerntet ist, werde ich dann diese hier einfach dort einpflanzen, meine Salatbeete. Ja, und dann geschieht nämlich Folgendes. Die Blätter werde ich definitiv nochmal checken, was man damit alles machen kann. Abgesehen davon hat man am Ende der Saison, wenn man die Dinge ausruft, hat man dann unten so eine Süßkartoffel, die natürlich ganz fein schmeckt. Und sowieso alles, was man selber macht, schmeckt ja immer besser. Das wollte ich euch unbedingt zeigen. Ich finde das einfach so klasse. Das ist ja absolut der Wahnsinn. Ach Mensch, ich höre mal hier auf und mach weiter. Na dann, schönen Tag noch.